Hallo und willkommen zum Sukulacast, dem Interchannel-Format für Super Communication Land, wo wir Bewohner, Teilnehmer und Interessenten des Super Communication Lands begrüßen. Heute Jan Hansen von Marketing Club und den Jumps. Moin Jan. Moin. Du bist auch involviert und ein Bürger unseres Sukulas sozusagen und darum möchte ich dir die drei Fragen stellen, die ich allen stelle, die mir hier begegnen. Bist du bereit? Ich bin bereit. Frage 1. Auf welches Tool kannst du auf keinen Fall mehr in deinem digitalen Arbeitsleben verzichten? Auf mein Handy. Warum genau aufs Handy? Ich würde sagen, ich schreibe sehr, sehr viele Nachrichten über WhatsApp. Das ist wichtig. Das ist wahrscheinlich ein sehr, sehr wichtiger Kommunikationskanal heutzutage, ne? Die man so für selbstverständlich nimmt, aber jeden Tag nutzt. Frage 2. Denn in unserem Sukula geht es ja ganz viel um Wissensaustausch, darum Skills zu präsentieren und Skills zu lernen. Darum die Frage an dich, welchen Skill hast du, den du sehr gut anderen Leuten beibringen könntest? Ich könnte anderen Leuten zeigen, wie man auf andere Leute zugeht. Und in ganz, ganz wenigen Worten, wie macht man das am besten, wenn man sich einfach nicht traut? Oh, da verrate ich ja jetzt vielleicht schon zu viel. Ich würde sagen, man muss sich eben einfach trauen. Es ist nicht so schlimm, wie man immer denkt. Ja? Also auch ich habe immer wieder so ein bisschen eine kleine Hürde, über die ich drüber springen muss. Aber ich habe gelernt, wenn man sich selbst einmal zwingt und wenn man es dann einigermaßen geschickt anstellt, dann kommt was Gutes raus. Und was ist deine erste Einstiegsfrage in ein Smalltalk-Gespräch? Ich frage nicht nach dem Wetter. Sehr gut. Okay, letzte Frage von mir. Du hast jetzt schon gesagt, welchen Skill du gut beibringen kannst, aber welchen Skill gibt es, den du vielleicht noch nicht so ausgeprägt hast und den du gerne beigebracht bekommen würdest? Ich komme ja eigentlich aus dem Marketing und fände es sehr, sehr spannend, mehr über die PR-Arbeit zu erfahren und darüber, wie Journalisten eigentlich Inhalte wahrnehmen und wie man es schafft, dort stattzufinden, in den Zeitungen, im Journalismus. Da bist du bei uns auf jeden Fall genau richtig, denn auf dem Super Communication Land bringen wir PR und Marketing zusammen, damit die beiden Disziplinen sich nämlich besser kennenlernen und da werden wir dir auf jeden Fall helfen können oder vielleicht einer von unseren PR-Kollegen. Und allerletzte Bonusfrage, außer Super Communication Land, was ist das Event, auf das man gehen sollte als junger Marketeer? Das ist eindeutig die NJT 2019. Ah, was ist das denn nochmal genau? Das ist eine Veranstaltung mit 250 Marketing-Experten bis 35 Jahren, für die man sich ab jetzt unter njt2019.de anmelden kann. Alles klar, vielen Dank für diese Info. Wir wissen Bescheid. Wir sehen dich am 21.03. beim Sukula und danach auf dem NJT. Bis dann, Jan. Hervorragend, bis dann. Bis dann, Jan. Das war voll die geile Verabschiedung.